Es gibt viele Vorzüge von Sura. Zum Beispiel, wer Sura so und so liest, bekommt das. Wer Sura so und so liest, bekommt das. Der Großteil, der absolute Großteil ist daif bei diesen Vorzügen. Und das hatte einen Hintergrund gehabt. Damals gab es Leute, die haben diese Überlieferung verbreitet unter den Muslimen. Warum? Weil sie gesagt haben, die Muslime kehren ab vom Koran und lesen jetzt nicht mehr so viel Koran. Also sagen wir ihnen, dass es diese Überlieferung gibt, auf dass sie motiviert werden, wieder diese Überlieferung zu lesen. Schaut mal, es gibt Leute bei uns in der Religion, der sagt hier, Hauptsache die Absicht stimmt. Diese Absicht, die diese Leute hier hatten, war sie richtig oder falsch? Falsch. Warum? Sie haben letztendlich über Allah und seinen Gesandten gelogen. Gelogen. Und das natürlich wird mit dem Höllenfeuer bestraft. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die Überlieferung ist bei Al-Bukhari und Muslim, sagte: Man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawwa maqadahu minan nar. Wer über mich wissentlich lügt, so soll er seinen Platz schon mal im Höllenfeuer einnehmen. Aber heißt das jetzt, alle Überlieferungen sind daif? Antwort: Nein. Wir haben Überlieferungen, die authentisch sind, wo wir auch den Vorzug der Suar, alhamdulillah, mitnehmen können. Zum Beispiel. Welche Vorzüge kennt ihr über manche Suar? Surat al-Ikhlas. Was bekommt man, wenn man Surat al-Ikhlas liest? Ist umstritten natürlich, diese Überlieferung. Aber manche Hadith-Gelehrte haben sie als authentisch klassifiziert. Eine andere Surat al-Ikhlas. Welche ist Surat al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad. Ist das nur die einzige Surat al-Ikhlas? Na? Nein. Qul ya ayyuhal kafirun wird auch als Ikhlas bezeichnet. Qul ya ayyuhal kafirun wird auch als Surat al-Ikhlas bezeichnet. Der Vorzug von dieser Surah ist was? Von Ikhlas, Surah al-Ikhlas ist, dass man so, als ob man den ein Drittel des Koran gelesen hat und von Surah al-Kafirun ein Viertel des Koran. Sehr gut. Von al-Kafirun, als ob man ein Viertel vom Koran gelesen hat. Dann? Surat al-Kahf, erste 10 Ayah, wenn man die auswendig kann, dass man geschützt ist gegen Dajjal. Sehr gut. Wenn man Surat al-Kahf, die ersten 10 Ayat, auswendig lernt. Wie fängt Surat al-Kahf an? Anzala ala? Richtig, sehr gut. Das, wenn man Surat al-Kahf, die ersten 10 Ayat, nicht die letzten, das wurde falsch verstanden, die ersten 10 Ayat auswendig lernt, so ist das ein Schutz vor dem Dajjal. Na, welche noch? Ayatul Kursi. Was bekommt man von Ayatul Kursi? Man ist geschützt vor dem Übel, was man in Träumen erleben kann, bis man aufwacht. Sehr gut. Bitte schön. Surat Al-Baqarah und Surat Ali Imran. Als was kommen sie Yawmul Qiyamah? Als Wolke. Aber sie haben was? Was machen sie? Für denjenigen, der sie auswendig gelernt hat? Shafa'a. Shafa'a. Sie werden eine Fürsprache leisten. Zum Beispiel, das sind einige Suar, die sind authentisch. Aber der Großteil ist trotzdem nicht authentisch. Wallahu ta'ala a'lam. Ja,